Ja, servus zusammen. Heute geht es in diesem kleinen Video mal um unsere Dunstabzugshaube in der Küche. Und zwar haben wir eine Dunstabzugshaube der Firma Novi. Die, ja, Abzugshaube nennt sich Cloud. Und wir haben jetzt hier bei unserer Haube die 20 Kochstunden erreicht. Und bei 20 Kochstunden blinkt hier oben, wie ihr seht, so eine kleine grüne LED-Lampe immer wieder auf. Und das heißt im Endeffekt für uns, dass der Fettfilter gereinigt werden muss. Genau, und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt einfach mal heute in diesem Video kurz zeigen. Ist kein Hexenwerk, aber muss halt gemacht werden oder sollte gemacht werden, weil sonst ja, schlechte Gerüche natürlich entstehen können und so weiter. Und das möchte man natürlich nicht. Ja, und dazu mache ich die Dunstabzugshaube jetzt dann gleich einfach mal auf. Ich stelle euch mal hier hin. Und wie ihr jetzt sehen könnt, kommen hier zwei so runde Filter zum Vorschein. Und zwar ist das einmal der äußere Ring, ist der Fettfilter. Und wir haben hier einmal im Inneren noch einen sogenannten Monoblock-Umluftfilter, der bei 200 Kochstunden ja, mal gereinigt werden muss oder genau gereinigt werden muss. Genau, wir machen jetzt heute einfach mal beides sauber, einfach schon, wenn wir eh schon dabei sind und fürs Video, dass man es mal zeigen kann. Ja, und dann nehme ich jetzt die Ringe einfach mal raus. Man merkt es auch schon, wenn man die hier anfasst, dass die wirklich ja, fettig, klebrig sind. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dafür legen wir die Ringe jetzt hier mal auf ein Tuch. So, hier haben wir jetzt dann mal unsere Filter. Wir haben einmal hier im Inneren diese Monoblockfilter. Das sind immer zwei Teile pro Ring. Und das Äußere, dieser äußere Metallring, ist quasi der Fettfilter. Jetzt ist es so, dass man diesen Metallring, diesen Fettfilter quasi einfach im Geschirrspüler, ja, reinigt oder auswäscht. Man kann es natürlich auch ja, in ein Wasserbad geben mit einem fettlösenden Reinigungsmittel. Ich mache es mir aber einfach und stecke die beiden Ringe in die leere Geschirrspülmaschine. Also ich tue jetzt oder ich packe jetzt da kein weiteres Geschirr mehr dazu. Genau. Und dann haben wir einmal noch diese Monoblockfilter. Bei denen ist es so, die ja, reinigt man im Endeffekt im Backofen. Und zwar steckt man die bei 120 Grad insgesamt eine Stunde lang in den Ofen. Dadurch kann es natürlich sein, dass ja, in der Küche oder im Bereich um den Backofen dann auch unangenehme Gerüche entstehen. Also da wirklich gut dabei lüften. Und dann brennt man die oder backt die quasi aus. Das kann man laut Hersteller bis zu 12 Mal mit diesen Filtern machen. Dann müssen die ausgetauscht werden. Die Filter kann ich euch auch unten mal in der Videobeschreibung eben verlinken. Ja, und dann werde ich das Ganze jetzt mal reinigen, sauber machen. Auch die Monoblockfilter werde ich jetzt schon reinigen, obwohl es eigentlich noch nicht notwendig ist. Und danach wird das Ganze im Endeffekt rückwärts wieder eingebaut. Zwischenzeitlich macht es natürlich auch Sinn, hier einfach mal mit einem leichten Fettlöser und einem Tuch auch den restlichen Bereich in der Abzugshaube zu reinigen, genauso wie hier oben drauf im Endeffekt auch. Ja, sollte einfach die ganz normale ja, oder Zwischenreinigung sein, die man halt ganz normal macht. Also nichts Besonderes, man muss auch nicht so viel beachten. Wir haben hier LED-Lampen, die werden auch nicht wirklich heiß. Ja, und wenn das Ganze jetzt dann gleich wieder zusammengebaut wird, dann zeige ich euch noch, wie man diese LED hier wieder zurücksetzt, damit das Gerät praktisch wieder genullt ist und genau weiß, dass oder wann der nächste Reinigungszyklus wieder einsetzt. Ja, und das machen wir gleich.
So, und wie ihr seht, sind jetzt alle Filter gereinigt und wieder eingesetzt. Und um jetzt diese Fettfilterreinigungsanzeige, diese grüne hier oben, wieder zurückzusetzen und wieder auf 20 Stunden einzustellen oder auf 20 Kochstunden einzustellen, hat man dann hier eben diese Fernbedienung bei der Dunstabzugshaube dabei und muss jetzt einfach die Plus- und die Minustaste gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. So. Und wie ihr seht, ist die grüne LED-Lampe jetzt aus und der Zähler wieder auf die 20 Stunden eingestellt. Ja, und das war's eigentlich schon. Also wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, das ist vielleicht dann auch nur für die interessant, die auch vielleicht gerade beim Hausbau sind und sich über eine Dunstabzugshaube Gedanken machen, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ja, liked das Video, kommentiert fleißig und schaut auch mal bei den anderen Videos vorbei. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.